Hey Leute, ich begrüße euch in diesem Tutorial und wie ihr schon seht, es geht heute um Adobe Photoshop. Adobe hat für 2022 wieder so ein geniales Update gebracht, was mich persönlich wirklich aus den Socken gehauen hat. Die Änderung direkt in Photoshop finde ich überschaubar, nutze ich persönlich nicht weiter. Was mich aber beeindruckt hat, wie viele andere auch, sind die Änderungen in Camera Raw. Camera Raw hat jetzt eine umfangreiche Maskierungsfunktion erhalten, die es uns wirklich ermöglicht, noch effizienter, noch effektiver zu arbeiten. Und all das, was ich in diesem Tutorial zu Camera Raw jetzt hier erkläre, kann man analog zu Lightroom anwenden, weil auch Lightroom letzten Endes diese Maskierungsfunktion erhalten hat. Ja, ich würde sagen, quatschen wir nicht lange, starten und gehen mal direkt in den Camera Raw Dialog hinein. Ja, mich persönlich hat dieses Update extremst überrascht, weil es halt auch so extremst gut ist. Dazu muss ich gleich sagen, ich gehe jetzt hier nicht auf diesen ganzen Camera Raw Dialog ein, erkläre die ganzen Funktionen, die habe ich in den anderen Videos bereits erklärt. Dann einfach mal schauen hier auf dem Kanal Camera Raw 2021, da gehe ich auch auf diese ganzen Funktionen hier nochmal ein. Jetzt geht es mal nur um die Updates hier in Camera Raw, sprich die ganzen Maskierungsfunktionen. Ja, bitte nicht verwirren lassen, wenn ihr jetzt hier ein Composing seht. Es geht hier nicht um das Erstellen von Composings, sondern das, was ich hier in diesem Tutorial erläutere, kann man auch auf Landschaftsfotos und Porträts anwenden. Ja, ich habe mir jetzt einfach nur mal frei drei Bilder gegriffen, um diese neuen Funktionen hier zu erläutern. Gehen wir in den Camera Raw Dialog hinein. Und wie war es denn vorher? Vorher hatten wir hier auf der rechten Seite einen Verlaufsfilter und einen Radialfilter abgelegt. Diese sind nun verschwunden und es gibt hier unter diesem kleinen Kreissymbol direkt die Möglichkeit, neben dem linearen Verlauf und dem radialen Verlauf, der hier vorher eingebettet war, auch andere Möglichkeiten zu nutzen, wie zum Beispiel Motiv auswählen, Himmel auswählen, das, was in Photoshop jetzt schon ein Jahr vorhanden war, aber auch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Farbbereiche auszuwählen oder Luminanzbereiche auszuwählen, sprich Helligkeitsinformationen mir direkt aus einem Bild herauszupicken. Das heißt, ich kann nun über Camera Raw bzw. Analog Lightroom gleich viel gezieltere Anpassungen nur für bestimmte Bereiche des Bildes vornehmen, was vorher halt nicht so möglich war. Ich schlage nochmal ein bisschen die Brücke zu der älteren Version, damit das vielleicht auch nochmal das Ganze ein bisschen greifbarer wird und wir die Vorteile jetzt hier besser sehen. Jetzt, wie gesagt, ist der Radialfilter und der Verlauffilter nicht mehr hier direkt eingebettet, sondern findet sich hier unter diesem Maskierungssymbol. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Radialfilter aufziehe, so war es ja früher, dass ich diesen aufgezogen habe und habe dann zum Beispiel außen oder im Innenbereich verschiedene Änderungen vorgenommen. Zum Beispiel die Belichtung, wenn ich sage umkehren, die Belichtung außen abgedunkelt, beziehungsweise das gleiche über einen Verlaufsfilter, den ich mir jetzt hier nochmal anlege, als neue Maske erstellen, einen linearen Verlauf und kann dann hier entsprechend auch meine Anpassungen vornehmen. Okay, das waren aber die einzigen Möglichkeiten, die ich da in Camera Raw hatte. Wenn es aber um andere Thematiken geht, wie zum Beispiel, ich möchte die Klarheit auf dem Modell jetzt anheben. Ja, wie habe ich das vorher gemacht? Ich mache die Arbeitsschritte mal rückgängig. Letzten Endes war es so, dass ich hierüber über die gesamten Einstellungen erstmal die Klarheit angezogen habe, habe das Ganze dann bestätigt und habe dann in Photoshop direkt mir einfach die vorher angelegten Masken bzw. Freisteller genommen und habe die dann auf meinen Camera Raw Dialog hier angewendet, auf die Ebene, wo der Camera Raw Dialog drauf liegt und habe so dann entsprechend mein Modell hier in dem Fall ausmaskiert. Dieser Umweg ist nun nicht mehr nötig, sondern es funktioniert alles in Camera Raw direkt. Einen wichtigen Hinweis möchte ich hier trotzdem noch geben. Wenn ich hier solche Maskierungen anwende in Camera Raw, jetzt bin ich auf meiner eigenen Maske, das mache ich mal hier rückgängig, löschen, gehe nochmal hier rein und ich wähle hier zum Beispiel so verschiedene Dinge aus wie Motiv auswählen. Camera Raw schaut jetzt, wählt mir dieses Motiv hier aus. Und wir sehen schon, okay, das ist jetzt nicht so sauber ausgewählt. Ich habe an den Randbereichen hier natürlich noch so ein paar Ausreißer, nenne ich es mal. Kann dann hier natürlich aber hergehen und sagen, subtrahieren und mit dem Pinsel dann entsprechende Bereiche wieder abziehen. Der Punkt, was ich hier einfach nur nochmal deutlich machen möchte, die Auswahlen hier in Camera Raw sind wirklich schon verflucht gut. Egal, ob ich Motiv auswähle
oder aber ob ich Himmel auswähle oder sonstiges tue. Es ist aber nicht zu vergleichen, beziehungsweise noch nicht zu vergleichen, mit Freistellungen direkt hier in Photoshop, die ich zum Beispiel über das Koenigswerkzeug Zeichenstift mache und dann, wenn ich jetzt diese Auswahl mal auswähle, habe ich dann natürlich in Photoshop direkt immer noch mal die Möglichkeit, diese Auswahlkante entsprechend hier über Auswahl verbessern Dialog zu optimieren. Also wirklich eine brillante Auswahl zu erstellen. Diese brillante Auswahl ist mir in Kamera RAW aktuell zumindest noch nicht gegeben. Ja, das bloß mal als Hinweis, dass wenn ganz genauer 100%ige Auswahlen gewünscht sind, noch der Weg nach wie vor über direkt Photoshop zu wählen ist. Ja, kommen wir mal zum Aufbau und dafür nehme ich mir mal dieses Porträt, gehe wieder in den Kamera RAW Dialog hinein und habe jetzt hier die angesprochenen verschiedenen Möglichkeiten. Motiv auswählen, Himmel auswählen und so weiter. Motiv auswählen funktioniert hier an der Tat erstaunlich gut. Okay, die Box wurde jetzt nicht mit ausgewählt, die können wir dann entsprechend zum Beispiel durch einen Pinsel hinzufügen. Würde hier drüber über diese zwei Schaltflächen funktionieren, das heißt, zum einen wurde mir jetzt hier eine erste Maske angelegt. Hier oben sehen wir ja die Maske von unserem Model weiß dargestellt, sprich ausmaskiert. Und wir haben hier drunter den Parameter, den wir gerade angelegt haben, die Motivauswahl. Ich kann jetzt hier sagen, über die Schaltfläche hinzufügen mit dem Pinselwerkzeug, dass ich mir bestimmte Bereiche hier, wir ziehen den mal ein bisschen größer, noch hinzufügen möchte. Habe die Kante entsprechend top eingestellt, damit ich hier an den Rändern sauber arbeiten kann. Weil mit der weichen Kante natürlich dann die Ränder eher matschig werden und nicht klar abgegrenzt von dem Rest. Hier auch nochmal angesprochen, es geht nicht so präzise wie jetzt direkt über Photoshop und zum Beispiel den Zeichenstift oder das Lasso-Werkzeug. Ja, aber doch, wie gesagt, recht genau. Ihr seht, ich habe hier eine rote Farbe angezeigt. Das könnt ihr euch hier individuell einstellen, wie ihr eine Überlagerung angezeigt bekommen wollt. Ich belasse es bei Rot und wenn ihr die ausgeklammert haben wollt, könnt ihr das hier natürlich immer wieder deaktivieren. Beziehungsweise standardmäßig ist es auch so aktiviert, dass wir natürlich, wenn wir jetzt eine Maskierung vorgenommen haben und dann in diese Einstellung hier reingehen und bediene, dann wird diese Überlagerung gleich mit ausgeblendet. Das ist eine Standardeinstellung, die ist so aktiviert, was ich persönlich gut finde, um gleich meine Bearbeitung hier besser einschätzen zu können, als wenn da jetzt zum Beispiel noch eine rote Farbe drüber liegen würde. Ja? Und das bringt mich aber zum nächsten Punkt. All diese normalen Grundeinstellungen, die wir hier drinne haben, findet sich jetzt quasi in dieser Maskierung wieder. Jeder einzelne Parameter, den ihr hier anlegt, könnt ihr individuell bearbeiten mit all diesen Einstellungen, die ihr sonst hier über diese Grundeinstellungen rechts oben findet. Was letzten Endes auch bestimmt auch bei mir nach und nach dazu führt, dass ich die wenigsten Bearbeitungen in der grundlegenden Übersicht machen werde, also wirklich bloß dann flächendeckend logischerweise, und alle detaillierten Bearbeitungen nur noch über diese Maskierungen vornehme, sprich mir meine Maskierungen hier anlege und dann jeweils die Parameter so einstelle, wie ich sie für die jeweiligen Bildbereiche haben möchte. Neben den einzelnen Masken habe ich noch die Möglichkeit, hier an diesen kleinen drei Punkten verschiedene Eigenschaften einzustellen. Zum Beispiel kann ich eine Maske duplizieren, ausblenden, ich kann sie löschen, ich kann sie umbenennen. Also wenn ihr hier mehrere Masken nachher angelegt habt, wird das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt sein, damit ihr die Übersicht behaltet. Und dann haben wir hier nochmal Maske schneiden mit, worunter sich auch wieder diese gleichen Parameter, Motiv auswählen bis zum Luminanzbereich und so weiter, hinter verstecken. Was das mit auf sich hat mit Maske schneiden mit, dazu komme ich zum Ende. Dann weiterhin habt ihr natürlich die Möglichkeit, hier auch diese einzelnen, ich blende das hier mal aus, diese einzelnen Änderungen ein- und auszublenden. Damit wir das natürlich mal sehen, ziehe ich hier nochmal entsprechend an. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier die jeweiligen Parameter auszublenden. Hier habe ich nochmal mit dem Pinsel nachmaskiert, die Box mit reingenommen und hier die eigentliche Aufhellung. Ja, habt ihr hier die Möglichkeiten, das entsprechend ein- und auszublenden, was die ganze Sache auch von der Übersicht einfach mal besser macht. Also ihr habt hier mehrere Maskierungen drin, dann könnt ihr über das Auge gleich immer sofort sehen, welche Maskierung jetzt hier welchen Effekt hat. Und was auch ganz cool ist, ihr habt hier diese kleinen Symbole. Einmal hier so ein Manikiken, so ein halbes Manikiken und hier ein Pinsel. Also ihr seht hier auch sehr schnell, mit welchen Parametern ihr jetzt in welchen Bildbereichen eigentlich aktiv wart. Ja, hier das Motiv, hier der entsprechende Pinsel. Und wenn ich diese jeweiligen Bereiche hier anklicke, also einfach mal auf den Pinsel
Und auf das Mannekicken, schaut mal hier rüber, springt dann sofort Kamera RAW auf den jeweiligen Bereich, dass ich hier entsprechend nochmal Änderungen, wenn gewünscht, vornehmen kann. Wenn ich mit solch einer Maskierung für einen bestimmten Bereich fertig bin, ich mache das hier mal rückgängig, weil das ist wirklich etwas zu arg, es geht ja wirklich jetzt hier bloß mal um die Präsentation, kann ich hier natürlich auch weitere Parameter hinzufügen. Wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ich will hier drüben jetzt etwas abdunkeln, überhaupt kein Problem, ich lege mir dann eine neue Maske an, zum Beispiel jetzt in dem Fall einen linearen Verlauf, ziehe den hier auf und ziehe dann die Belichtung hier ein Stück nach unten. Bestätige das mit Enter und schon habe ich jetzt hier quasi die nächste Maske angelegt bekommen. Wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich, was unter dieser Maske jetzt verborgen ist. Aha, ein linearer Verlauf, entsprechend auch wieder ein Symbol dafür angelegt. Und wenn ich hier wieder draufklicke auf Maskieren von meinem Modell, dann kann ich mir hier wieder angucken, was für Parameter ich hier angewendet habe. Aha, okay, ein Motiv. Sprich, ich klicke hier drauf und sehe dann, was ich hier getan habe. Ich hatte ja den Regler wieder auf 0 gesetzt. Hätte ich ihn jetzt in den Minusbereich gezogen oder hier in den helleren Bereich gezogen, sprich eine Aufhellung vorgenommen, kann ich mir das so immer wieder angucken. Ja, und da könnt ihr hergehen und einfach beliebig viele Auswahl hinzufügen, so viel ihr möchtet. Und das ist einfach das Geniale, ihr habt jetzt hier alle Auswahl, alle Maskierungen, alle detaillierten Bearbeitungen in Kamera RAW in einer Übersicht hier oben zusammengefasst. Das ist einfach effizient, das ist schnell. Ihr müsst hier nicht ewig irgendetwas suchen, sondern habt gleich direkt eine Übersicht und den Zugriff darauf. Ja, ich bleibe mal noch bei diesen Schaltflächen hier oben, weil sich hier doch noch einiges hinter verbirgt. Wir haben ja gesagt, wenn ich zum Beispiel solch eine Motivauswahl hier vorgenommen habe, kann ich ja auch jederzeit noch etwas hinzufügen. Ja, die reine Motivauswahl hatte mir die Box nicht mit ausgewählt, dafür habe ich dann nochmal ein Pinselwerkzeug genutzt, um das dann entsprechend dieser Auswahl hinzuzufügen, was ich ja hier unten an diesem kleinen Symbol sehe. Natürlich kann ich aber auch von der Auswahl etwas abziehen. Ich zoome näher rein und sehe zum Beispiel hier drüben an der Hose, dass die Auswahl hier, Motivauswahl in dem Fall, etwas zu großzügig war. Kein Problem, ich füge mir ein weiteres Pinselwerkzeug hinzu. In dem Fall möchte ich aber etwas abziehen von der Auswahl. Und ihr seht schon, hinter jeder Schaltfläche finden sich immer wieder diese gleichen Parameter. Das ist echt genial, haben sie viele Parallelen eingebaut. Wähle mir den Pinsel, standardmäßig ein Minus angezeigt und ich kann hier wieder etwas wegnehmen. Hier entsprechend die Größe anpassen. Wer nicht über dieses Menü immer gehen will, einfach mal die Alt-Taste drücken, rechte Maustaste gedrückt halten und dann kann ich hier den Radius schnell mal anpassen. Ja. Gehe hier drüber, beziehungsweise kann mit der Alt-Taste wird das Minus zum Plus, wie ihr seht, und kann dann auch wieder die Bereiche zurückmalen. Wenn ich sage, oh nee, jetzt habe ich hier zu viel wieder weggenommen, dann einfach Alt-Taste drücken, Wechsel zum Plus und ich nehme das wieder hinzu. Lass die Alt-Taste los, wird es wieder zum Minus und ich kann hier wieder was abziehen. Und dann entsprechend habe ich hier den nächsten Parameter unter meiner Palette angezeigt. Zum anderen haben wir hier auch die Möglichkeit, ich nehme mal diese übertriebene Helligkeit etwas wieder zurück, es geht ja auch wirklich hier nur um das Zeigen der Prinzipien. Ich habe ja hier drüber diese drei Punkte, die ich schon angesprochen hatte, kann ich verschiedene Parameter wählen, von Ausblenden, Duplizieren, Löschen und so weiter. Bei den einzelnen oder unter dieser Palette einzelnen angelegten Parameter habe ich noch eine Funktion, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich nehme jetzt direkt bewusst das ausgewählte Motiv, ich möchte diese Auswahl umkehren. Jetzt achtet mal hier oben auf die Maske. Hier ist ja weiß angezeigt, sprich der Effekt kommt hier durch, schwarz verdeckt den Effekt. Das Maskenprinzip aus Photoshop. Ich kann diese Maske umkehren, sprich auf das Motiv bezogen umkehren. Dann wird der Hintergrund heller und mein Modell ist wieder außen vor. Das sehen wir hier. Das Modell ist jetzt schwarz, also der Effekt ist verdeckt und weiß. Der Effekt kommt durch, ist jetzt auf den Hintergrund bezogen. In dem Fall hier noch auf die Box auch. Des Weiteren haben wir hier noch eine Funktion, die sich hier drunter versteckt, die man nicht gleich sieht. Ich hatte ja hier schon gesagt, unter anderem haben wir hier noch einen Parameter Maske schneiden mit, zu dem ich gleich komme. Den habe ich einmal hier, wo sich wieder dieselben Parameter aufmachen, beziehungsweise auch unter den einzelnen Parametern habe ich auch diese Option Maske schneiden mit. Ich kann aber auch die Shift-Taste drücken und habe dann zuzüglich zu diesen Schaltflächen hinzufügen und subtrahieren die Schaltfläche Schnittmenge bilden. Also quasi auch das gleiche Prinzip. So, was hat das nun mit diesen Schnittmengen, Schnittmasken auf sich? Dafür verlasse ich mal dieses Bild hier und gehe in ein Landschaftsfoto hinein und sage einfach mal, ich möchte gerne hier die Blätter auf der rechten Seite etwas aufhellen. Gehen wir in den Kamera RAW Dialog
Und dann sage ich, ich möchte hier mal die Farbe auswählen. Okay, gehe ich wieder hier in meinen Maskierungsmodus hinein. Ich gehe auf den Farbbereich, lege mir jetzt hier eine neue Palette an mit dem Farbbereich. Es wird eine Pipette und ich wähle mir mit einem Mausklick diese Farbe aus. Jetzt sehen wir, okay, jetzt hat Kamera RAW hier überall die Grüntöne ausgewählt. Wenn ich jetzt hier eine Aufhellung vornehme, wird diese Aufhellung komplett angewendet. Jetzt könnte ich natürlich dem Prinzip folgen, zu sagen, ja, das passt so. Ich möchte jetzt dann hier einfach was abziehen und könnte sagen, subtrahieren mit dem Pinsel und möchte dann diese Bereiche hier davon ausnehmen. Ja, dafür nehmen wir eine weiche Kante und dann kann ich das hier auspinseln. Hier muss ich dann natürlich schon wieder genauer arbeiten, weil ich sehr schnell dann auch die Bereiche wieder erwische, wie wir hier sehen, die ich nicht erwischen möchte. Gut, ist eine Variante, die man machen kann, aber jetzt mal den Gang über das Thema Schnittmenge. Und Schnittmenge kann man sich wirklich so vorstellen, da wo sich zwei Korrekturen, in dem Fall hier zwei Korrekturen, da ich hier nur zwei angelegt habe, da wo sich die Korrekturen schneiden, kann ich eine Änderung vornehmen. Ich mache das Ganze jetzt hier mal rückgängig, was ich gerade gemacht hatte, mache das jetzt wieder heller und möchte, wie gesagt, die hellen Informationen oder die Aufhellung nur auf den Blättern hier drüben haben. Und jetzt kann ich hier über den Farbbereich eine Schnittmenge bilden, Maske schneiden mit und wähle mir den Pinsel aus und sage jetzt über den Pinsel, diesen Farbbereich möchte ich bitte nur hier anwenden. Beziehungsweise den Farbbereich und die Aufhellung, die ich da vorgenommen habe, möchte ich nur hier anwenden und nicht auf dem Rest des Bildes. So, und jetzt hat sich quasi mein Pinsel mit dem Farbbereich, ja, diese zwei Parameter haben sich jetzt geschnitten, eine Schnittmenge gebildet. Und über diese Schnittmenge wird diese Anpassung jetzt hier angewendet. Und der Rest bleibt außen vor. Ja, das ist mal ein Weg, beziehungsweise ein Beispiel, besser gesagt, wie ich mit solch einer Schnittmenge arbeiten kann. Auf alle Fälle der viel effizientere Weg, als zu sagen, ich mache eine Aufhellung über das ganze Bild und über Subtrahieren mit dem Pinsel versuche ich dann hier diesen Bereich wieder auszumaskieren, der nicht betroffen sein soll. Okay, das auch mal zur Schnittmenge. Ein wichtiger Punkt noch, was heißt wichtiger Punkt? Sagen wir es mal so, ich habe mir einfach mal den Spaß gemacht, natürlich zu prüfen, inwieweit denn auch diese künstliche Intelligenz hier funktioniert. Das heißt, ich erstelle eine neue Maske und sage mal Himmel auswählen. Wir gucken mal, was passiert. Kamera RAW schaut, Himmel erkennen und kommt dann mit der Meldung, kein Himmel zur Auswahl vorhanden. Also von der Seite funktioniert die künstliche Intelligenz hier auch sehr gut. Ja, den Spaß musste ich mir einfach mal machen, zu gucken, ob das denn auch korrekt arbeitet. Ja, tut es. Ja, von der Seite zusammenfassend gesagt, diese umfangreichen Änderungen hier in Kamera RAW, wirklich Hut ab, was die Entwickler hier jetzt geleistet haben. Analog, wie gesagt, anzuwenden zu Lightroom. Alle Photoshop-User, die sich mit ebenen Masken, Maskierungen und so weiter schon auskennen, fühlen sich hier sehr schnell mit Sicherheit zu Hause. Alle Lightroom-Nutzer, ja, dauert es vielleicht ein bisschen länger, sich da einzufuchsen, aber wenn das erstmal passiert ist, hat man hier wirklich Möglichkeiten, effizient und schnell zu arbeiten. Erspart sich viele zusätzliche Wege über Photoshop direkt, egal ob Landschaftsfoto, ob Porträts oder ob Composings, wo auch immer, bei jeder Art von Bilder kann man diese tollen Maskierungsfunktionen über Kamera RAW zum Einsatz bringen. Ja, ich denke mal, ihr seid da nicht weniger beeindruckt von den Möglichkeiten, die die Adobe-Entwickler jetzt hier eingebaut haben in den Kamera RAW-Dialog 2022, als auch, wie gesagt, analog zu Lightroom. Es ist genial, wie sie an der Entwicklungsschraube gedreht haben und was uns jetzt als Bildbearbeiter dafür Möglichkeiten zur Verfügung stehen, vor allem auch viel schneller noch zu bearbeiten unsere Bilder. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn da wieder Punkte dabei waren, die euch nach vorne bringen, dann freue ich mich über den Daumen nach oben für dieses Video. Abonniert den Kanal, Support ist kein Mord, ich freue mich da echt drüber. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Viel Spaß mit euren Bildern und vor allem mit den Updates jetzt hier für 2022. Bis zum nächsten Mal. Ciao.